8. August 2018, 18.08 Uhr, der Fuß wird dem SV Eslange fehlen. Linksaußen Neymedin, der Fuß vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, hat im Training am Dienstag einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und wird monatelang ausfallen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Spieler und Verein haben noch nicht entschieden, ob sich der Fuß operativ behandeln lässt. Der 31-Jährige gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal und bestritt 31 Ligaspiele. Zudem muss Trainer Kenan Kocak mehrere Wochen auf Neuzugang Karim Güde verzichten. Punkt. Der 33-Jährige, der vom SC Freiburg an den Hartwald wechselte, zog sich am vergangenen Sonntag im Training einen Innenbandanriss im linken Knie zu.